mit Recycling ins All. Die erste Rakete mit einer wiederverwendeten Antriebsstufe hob bei ihrem zweiten Start erfolgreich ab und setzte im Orbit einen Satelliten aus. 10 Minuten nach dem Abheben in Florida landete die generalüberholte Antriebsstufe der Falcon 9 erneut punktgenau auf einer Plattform im Atlantik zur erneuten Verwendung. Ein historischer Moment, den der Besitzer des Raumfahrtunternehmens SpaceX kaum fassen konnte. Ja, das ist ein großer Tag. Ich bin hin und weg, ehrlich gesagt. Im April 2016 hatte die Rakete bereits Fracht zur Raumstation gebracht. Experten schätzen, dass SpaceX mit recycelten Bauteilen künftig etwa 20 Millionen Dollar billiger ins All fliegt, ein Drittel günstiger als bisher. Es gab bei der Mission absolut keine Probleme, es hätte nicht besser laufen können, dabei waren wir so aufgeregt. 15 Jahre dauerte die Entwicklung der ersten wiederverwendbaren Rakete. Mehrfach scheiterte die Landung. Und auch kurz vor dem Start im vergangenen September war eine Falcon 9 mit einem Facebook-Satelliten explodiert. Elon Musk, der mit seinem Elektroauto Tesla und dem Bezahlsystem PayPal zum Milliardär wurde, hat weiter große Pläne. 2018 will er erstmals seit den 1970er Jahren Menschen als Touristen zum Mond und zurück befördern. Zwei Kunden haben laut Musk bereits anbezahlt.